Ja, Leute, ganz herzlich willkommen zurück zum weiteren Part von Super Mario Maker 2, gemeinsam im Kino. Grüß die Ziege. Endlich nehmen wir mal wieder gemeinsam auf nach, glaub, einem Monat oder so. Ich war auch 2 Wochen krank, Alter, das war richtig schlimm. Ja gut, das ist scheiße. Ey, das Schlimmste war einfach am Release-Tag von Pokémon, also am 18. Ich lag so flach den ganzen Tag. Aber man muss halt schon sagen, wir haben ordentlich rausgehauen bei Pokémon. Ja. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil wir einfach wollen, dass das Spiel schnell vorbei ist. Anfang war ich auch richtig motiviert, muss ich sagen. Ja, und dann kamen die ganzen Bugs. Immer mehr zum Vorschein. War vorher da und das Level... Warum? Ich weiß nicht. Aber du hast es irgendwie überlebt. Lauf schnell zu dieser scheiß Tür. Nein, er läuft ins Loch. Egal, versuch's doch nochmal. Hey, steck ab ins Loch. Nee, aber wirklich am Tag vom Pokémon Release, ich war so heiser, du konntest meine Stimme nicht hören. Deswegen bin ich so froh, dass ich einen Tag vor Release das schon aufnehmen konnte. Sonst hätte ich keine Folge gehabt. Nicht im Pfeil folgen, hätte ich gesagt. Warum machst du das? Es war ja klar, dass es das ein Fake ist. Vielleicht. Nein, weil da unten war ja nix. Oh. Nicht in die Tür gehen. Bloß nicht in die Tür gehen. Es ist ein fucking Troll-Level. Okay. Oh. Ist es die oder ist es die andere? Ja, danke. Oh. Da waren ja mehrere P-Switch-Türen deswegen. Ja, ich habe ja auch eine gesehen. Ich wollte gerade rein. Ja, ich bin lieber in die andere gleich direkt gegangen. Eigentlich war ich sicher, dass das Fake ist. Das war ein reiner Kack. Folge fängt schon scheiße an. Ja, das war echt scheiße. Ja. Alter. Verschone uns von so einer Scheiße, wirklich. Mhm. Ach ja, SpongeBob. Warum SpongeBob jetzt? Weiß auch nicht. Ich habe letztens überlegt, einfach, es gibt diese SpongeBob-Spiele. Warum nicht sowas let's playen? Ich habe die noch nie gespielt, aber das könnte ja witzig sein. Ja, ich weiß schon, welche du meinst. Das letzte ist eh noch nicht so lange her. Das kam jetzt das Jahr, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Dieses Hydratic oder wie das auch immer hieß. Es gibt so viele davon. Es gab auch damals schon welche auf dem DS und so weiter. Also schon so viele gibt's davon. Mhm. Lass mich raten, jeder ist eine rote Münze. Ich nehme mal an. Ah, Donnersäule! Achso, es geht auf Zeit. Schnell. Ich bin tot. Aber egal. So, ich habe eine. Ja, ich habe auch eine. Aber ich bin trotzdem tot. Bei mir hat sich der Scheiß einfach aufgelöst, die Map. Du gehst rot. Gut, dann bleibt dir immer grün übrig. Bruder, Alter! Oh Gott! Das habe ich nicht kommen sehen, Alter. An der Stelle, mir wurde die rote einfach geschenkt. Ja, wurden wir vorhin auch. Also ist eine easy und die andere ist kacke. Da musst du den Checkpoint wieder einteilen. Deswegen. Ach, leck mich doch einfach. Was kommt denn da? Nur solche On-Off-Sprünge. Oh, ach so. Was mich halt mehr abgefuckt hat, ist einfach das Trampolin da. Du bist gerade rausgegangen. Aber einfach. Ganz ehrlich, so kann man das Trampolin vor einer Röhre platzieren. So geht das. Ach man. Ich dachte eigentlich. So geht das, liebe Leute. Wenn ihr Maps baut, dann setzt nicht die Röhre wie hier links hin, sondern platziert die oben oder unten. So kann man auch ein Trampolin platzieren. Dann funktioniert das auch im Multiplayer. Ach, slack mich doch einfach. Wie oft noch? Nein! Auch wenn das Trampolin von der Röhre keine gute Idee ist, weil mir das richtig auf den Sack geht gerade. Ich hätte eine Idee. Berühr den Schalter noch einmal, okay? Okay. Wenn wir zu Plan B übergehen. Ja, ich habe nämlich einen Plan, wie ich das jetzt abkürze, bevor wir da wirklich 3 Sprünge machen müssen, die wir nicht können. Ach Mann, dieses beschissene Trampolin. Ah fuck, der ist einer höher platziert, Hure. Nein. Ich wollte da drüber springen, deswegen. Ja, wurscht. Hab's, ich bin zwar down, aber ich hab's. Es reicht. Ja, musst du mal reingehen in die Röhre und halt den Schlüssel holen. Warum spawnst du eigentlich immer im Start, wenn da ein Checkpoint ist? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich dachte die ganze Zeit, du bist versehentlich. Ach so, scheiße. Oh. Warte, ich muss erst wieder reinkommen in die Röhre, weil das. Okay, hab's. Wegen dem Trampolin. Da musst du aufpassen, sonst spawnst du weg. Ach so, ja. Sonst spawnst du ja weg. Stimmt, ja. Ah, Leute, ich bin jetzt rübergesprungen einfach. Hätte schon lustig gewesen, wenn du gesprungen wärst.
Das tut weh übrigens. Es tut mir leid. Achso, warte mal, das bist ja du da unten ist. Es tut mir mehr weh als dir. Dir tut das weh, dass du auf mich trampelst, oder was? Ja. Alles klar. Ah, ich sag es dir. Aber hey, wenigstens bei dir hat es wenigstens mit den Leveln halbwegs hingehauen. Da haben wir viele geschafft, bei mir sieht das jetzt auch gerade gut aus. Vielleicht haben wir heute mal einen guten Tag. Vielleicht. Also. Die Ziege ist mit uns, ich fühle es. An der Stelle, kurz mal zur Erwähnung, ich wollte das ja eigentlich im Mario Kart Part im nächsten sagen, aber ich mache es jetzt einfach gleich mal hier. Der Mario-Film. Bei dir habe ich schon besprochen. Mach es bei mir auch gleich, oder? Und was habe ich kannst da eigentlich gerne machen? Und was habe ich da gerade gemacht? Ja, ich. das ist geil. Bruder, Alter. Nein, du komm bloß nicht hier hin, Alter. Ich will nur ab. Scheiße. Okay, das ist bei dir ist aber mies. Da oben. Ich komm mal. Hau aber sofort ab. Ey, du zweites hat Kacke. Ja, okay, gut. Hast mich ich überlebt. War schon so weit hier. Gut, okay, gut, hast mich überredet, das muss einer allein machen. Nochmal Neustart für alle, dann machst du das. Was war das denn jetzt? Ja, ich hab gedacht, man kommt da vielleicht auch durch. Aber wir könnten es probieren von da oben. Da kommt man ja gar nicht weiter. Nee, das ist eine Kettensäge. Ja, aber du spawnst in der Luft und dann mit Schutzzeit drüber, das war gemeint. Ja, willst du nochmal probieren? Mach du jetzt mal. Aber eigentlich habe ich dir den Versuch weggenommen, deswegen. Ja. Ah gut, ich hab dir auch schon ein paar gute Versuche mal weggenommen. Jetzt nicht in dem Level, aber schon in anderen. Ich meine, da geht's noch, aber gleich wird's immer enger. Ja, ey, das ist die Geschichte. Warum? Ich bin doch rübergelenkt! Lass kurz mal meine Methode probieren, okay? Okay. Das war eigentlich auch. Eigentlich ist es ganz geil. Eigentlich steht er da ganz gut. Der stell dich da oben drauf. Okay. Scheiße! Bitte. Das ist nie im Leben der richtige Weg, Alter. Ich glaub's auch nicht, oder? Doch, da oben ist. Achso, nee, warte mal, da zeigt der Pfeil nach unten. Ich war kurz mal auf dich. Ja, war klar. Warum? Du sollst doch. Ah, ich wollte eigentlich, dass du die Schutzzeit nimmst. Da ist Checkpoints. Okay, wir haben komplett gecheatet, aber juckt nicht. Lol. Versteckter Blockkönig, er ist da. Sein Name lautet Baron Skill. Ich wollte gerade sagen, das kann nur Baron Skill sein. Oh ja. Das ist mies. Nein! Ich habe das Level gebrochen, glaube ich. Fuck! Ja, da unten da kommst du nicht mehr hin. Da war nämlich ein Steinblock, den habe ich leider verhaut. Ach so. Und jetzt ist da oben dieser hässliche Buhu. Hm. Also, ich wollte eigentlich wegen der Mario-Filme sprechen. Ja, fang an zu reden. Ja, wie findest du ihn? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber. Ja, vom Trailer halt, ja. Also, du siehst da eine Story, ich sehe da gar nichts, Alter. Ich sehe da einfach nur Fanservice. Und. Fuck! Ja, also, ich erkenne schon eine Story, und zwar, dass die halt logischerweise erst ganz neu in der Welt spawnen. Beide. Nur halt an verschiedenen Stellen, dass sich die halt. Die sind halt Brüder, weißt du, ganz normal, also die kennen sich eh. Ja. Aber sie kennen Bowser, Peach und alle noch nicht. Deswegen sagt er auch beim ersten Trailer, ja, zum Beispiel, was ist das für ein Ort und so. Also der ist, also die sind fremd scheinbar in diesem Pilzkönigreich. Mario und Luigi. Das kann ja gut sein, ich sehe da aber trotzdem nur Fanservice drin. Wir haben Smash drin, wir haben Mario Kart drin, wir haben Smash ist Mario Achso, Galaxy. Ja, stimmt, Smash wegen Donkey Kong bisschen. Ja. Das ist ein Donkey Kong, ja, stimmt schon. Ja, aber ich finde das gar nicht so schlecht. Also ich bin gespannt, auf den Film. Man kann sein, dass es nur wegen dem Trailer ist, um ein bisschen anzuheizen, ne? Aber ich habe Angst, dass das halt wirklich nur aus Fanservice besteht, der ganze Scheiß. Naja, es ist halt, es ist ein Comedian-Ding halt, auch.
Ja. Aber das stört mich aber auch nicht so. Also am Anfang dachte ich wirklich, passt die Komödie so gut zu ihm, aber ich finde, das hat man ganz gut gelöst eigentlich. Man muss halt auf den fertigen Film warten. Also ja. Ist jetzt schwer zu beurteilen. Jetzt ist der Bubu auch noch hier im Weg. Aber das kann doch nicht wahr sein. Aber ein Trailer soll ja eigentlich anheizen. Meine Fresse, ey. Scheiße. Aber ein Trailer soll ja anheizen. Das ist ja auch wichtig. Ich weiß halt nicht. Also ich bin da noch gemischter Gefühle, aber ich warte drauf, wenn er im April im Kino ist. Skeptisch muss man immer sein bei sowas. Vor allem, weil es um eine Nintendo-Geschichte geht. Das Witzige ist, den Film werde ich mir wahrscheinlich an meinem Geburtstag angucken. Dann ist geil. Weil er kommt, glaube ich, am 6. raus, meine ich. Am 6. April. Ja. Und ich habe am 8. Geburtstag. Kann man mal machen, ne? Nicht schlecht. Dieser Buhu ist grässlich. Ja, wow. Können wir den Buhu bitte bannen? Ja. Das ist einfach, weil wir gecheatet haben, ist er jetzt hier. Ich nehme jetzt auch einen Pilz, weil ich habe bis jetzt noch keinen einzigen verwendet. Achso, ich nehme den ganze Zeit. Fuck! Ach, leck mich doch. Wollen wir das vielleicht eventuell mit Schutzzeit probieren? Das ist ja nicht mein Problem, ich fall einfach runter. Da bringt Schutzzeit auch nichts. Ja, aber der Buh nervt mich, deswegen. Achso, das geht eigentlich voll klar. Ich hab verkackt beim Schutz. You had one job. Ich weiß. You had one job. Ich war verwirrt. Ach Mann, Alter. Oh. That was not good. That was actually scheiße. Ey, ich war so froh, dass du nachgejoint bist. Ja, und davor. Aber es bringt halt nichts. Ja, wenn ich dich schon... Ja, okay, gut. Kannst du dich gleich wieder probieren. Schnell. Oh, du bist gut. An der Stelle, da hake ich immer, Alter. Zum dritten Mal, dass ich an der Stelle sterbe. Huh. Und du kommst einfach weiter. Das hatte ich jetzt nicht kommen sehen. Aber das war ganz gut. So ja, können aber wir für mich, schaffen. Für mich war es peinlich, ehrlich gesagt. Für meine Verhältnisse. Falls es jetzt war, dass ich mich nicht als schlechten Spieler darstelle. Nein, diese Kettensäge! Oh, stimmt, das sind sogar zwei jetzt. Ja, ich hab's! Oh, Gott sei Dank. Pilz! Ja, gut, da halt nicht. Ich nehme mal mit. Ja, bitte. Aber das Level gefällt mir. Also bist du jetzt auf der Anfang mit dem Buch, was mich ein bisschen abgefuckt hat, aber... Als Zapfen aufpassen, war... Okay, das passt. Nein, jetzt geht's so weiter. Kann man so runter, oder? Ja, kann man. Fuck! So. Jetzt wird's kritisch. Ich spring einfach mal runter. Ja, passt. Lol. Was ist das jetzt? Oh nein, du willst mich pranken. Viel Spaß. Du willst mich pranken. Du hast es gesehen, oder? Ich hab's gesehen, Alter. Leck mich doch einfach. Leck mich doch. Können wir vorspringen? Lauf nochmal zurück. Nee, kannst du nicht. Lauf nochmal zurück. Ja, dann lauf nochmal hin und ich hoffe, dass er wieder da ist. Ja. Das war. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht an der Stelle. Bruder, nein! Ey, da kommt die gleiche Passage, nur mit einem Käfer. Nee, also mit weniger Platz. Das ist aber kacke, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das schaffen wir niemals zeitlich, obwohl wir schon geschummelt haben. Da kommt noch Käfer, noch mehr Käfer! Fuck, ich bin down. Ah, der ja gut, nochmal Neustart müssen wir machen. Scheiße! Okay, der Plan wie gehabt, okay? Durchcheaten, also das Schummel am Anfang und... Durchcheaten, danach durchcheaten, dann durchcheaten und dann irgendwo... was war das nochmal? Genau, durchcheaten. Ja, genau. Also solange der Ding jetzt da noch nicht ist, der Buchu, dann müssen wir da erstmal wieder hinplatzen. Nein, den Laster, Alter! Bevor der da ist, weg von da. Aber wir haben gerade nur gecheatet, weil wir auf den drauf kamen. Ja, lauf durch. Warum? Ich habe die Stachel gerade kaum gesehen.
Ich warte wieder mal, bis du joinst und deinen Versuch gemacht hast und bevor du stirbst, schau ich dir wieder nach. Ja, das war jetzt... Vielleicht ist der etwas zu hoch, der Dingens. Ja, ich mach das anders. Spring bei mir da, okay, wenn ich springe. Ein Versuch was wert, warte. Aber er ist jetzt weiter da. Probier's nochmal. Und dieser scheiß Mann! Dieser scheiß Stachel da. Du musst dann nicht mal springen, okay? Lass dich einfach runterfallen und mach einen Dreher, okay? Nach der Ding. Ja. So, ich bin da. Gut, passt. Ich hab den Check bei uns. Jetzt haben wir wenigstens hier schon mal weniger Zeit Ich wollte dir eigentlich gerade nachjoinen, könntest du? Das kann gut sein, komm jetzt wieder her. Bist du gerade echt einfach in die Kettensäge reingesprungen? Aber jetzt wissen wir wenigstens schon mal, bis zu der einen Stelle da kommt. Bruder! Alter, du rasselst da jetzt aber richtig durch. Mann, diese Kettensäge wieder! Du rasselst da gerade richtig durch. Huh! Ja, das letzte mache immer ich. Fuck. Das ist Teamarbeit. Ja. Du kannst das eine gut, ich kann das andere gut. Ja, was den Film angeht, ich freue mich. Leck mich doch am Mann! Nein! Ja, was solltest du über den Film sagen? Ich bin gespannt darauf. Aber ich glaube, das wird einer der besten Filme des Jahres werden. Na, ich weiß halt sonst nicht, was nächstes Jahr rauskommt, also kann sein. Ich habe jetzt viele. Kommt nicht. Nee, das dauert noch. Transformers, glaube ich, oder sowas. Der interessiert mich nicht. Ja, aber viele andere interessiert es. Also, ich sag mal so, solange ich in Harry Potter irgendwas rauskommt in die Richtung, glaube ich, könnte das ein guter Kandidat sein. Ich stehe dir gerade ein bisschen im Weg. Ja, und du kannst es trotzdem noch probieren. Hast es aber verkackt. Ich dachte einfach schon, ich bin tot. Ich glaube, ich lasse das dann nachher dich lieber machen. Weil du kannst die Passage hier besser. Bis zur Doppelkettensäge. Warum? Das gibt's doch nicht. Okay. Ah, warte, nicht starten. Aber jetzt gibt's nämlich kein Buch, der uns auf die Nerven geht. Der hat mich sowieso nie so sehr gestört, muss ich sagen. Ich glaube, ein oder zwei Versuche gingen mir auf den Sack, aber... Warte, eigentlich wollte ich gerade nicht... LOL, da unten ist ein Loch! Cheat-Alarm! Ach, da bei der Kettensäge oder was? Ja, da! Ja gut, aber bringt dir das was? Naja, wenn du es richtig timest, kannst du vielleicht mit der Schutzzeit auf den einen schon draufspringen. Ich probiere das jetzt. Ja, geht! Man kann da ein bisschen abkürzen. Hauptsache, wir wollen jetzt das ganze Level cheaten, ne? Man kann da abkürzen, tatsächlich. Ach, legendär, mit der Schutzzeit. Du hast ja keinen großen, logischerweise. Ey, schaffe ich es nicht mal mehr zum dritten Steinblock, ne? Es ist irgendwie Leck mich, ey. Es ist einfach sinnbildlich für heute. Ah, verdammt, da war ich zu langsam. Ja, wir hätten die eine Chance nutzen sollen, aber das mit den Käfern ist halt auch so eine harte Geschichte. Ich treff den Scheiß nicht mehr, Alter! Ich seh's! Hab ich mein Zielwasser zu Ende getrunken, oder was? Ich bin das vorher geschafft. War ich schneller unterwegs. Fuck! Nein! Bruder, danke! Ja, sorry, ich bin aber eh da, keine Sorge. Da wollte ich es einmal Legend komplett schaffen. Nein, schau mir doch nach, bitte! Ich wollte dich nicht stören, so wie du mir gestört hast. Ja, sorry. Ja, cheaten kannst du vielleicht, aber da musst du gut dabei sein. Fuck. Ja, gut, vielleicht geht's auch nicht. Ich würde mal... Hast du das gleich aufgegeben, oder? Hast du in Pokémon schon das Rennen freigeschaltet mit deinem Motorrad? Ich glaube schon, aber ich weiß... bei welchen waren das nochmal? Bei Klippe, glaube ich. Ja, habe ich, aber ich weiß gar nicht mehr, wie man das anwendet. Wenn du den linken Stick reindrückst, dann rennst du.
Ah ja, stimmt, so war das. So, und die ganze Zeit, wenn ich jetzt gerade rennen will in Mario Maker, drücke ich den auch gerade die ganze Zeit rein. Die ganze Zeit. Fuck off! Du hast es, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir 100 Sekunden Zeit, um den Scheiß so schnell wie es geht zu irgendwie zu skippen. Leck mich schon wieder an der Stelle. Meine Fresse. Genau, jetzt hier. What the fuck habe ich da gerade gemacht? Ich mach das kurz mal mit Schutzzeit darunter. Schnell, komm, join. So, jetzt sind wir bei der... Ah, du darfst. Er ist schon wieder weg, ich habe ihn wieder runtergeworfen. Okay, passt. Hab verstanden, da ist er wieder. Komm bitte, jetzt einmal zusammenreißen. Ja, ich bin da. Nein, jetzt nicht den Mario-Film-Move machen, bitte nicht. Du weißt ganz genau, was ich meine. Nein, überhaupt nicht. Ach, den Move. Den Move. Ach, jetzt check ich's. Okay, dass ja. Du da auf der, dass du endlich den Sprung geschafft hast. Ich hab's. Bitte ich hab's. Bitte Ziel. Ich weiß es nicht. Nein, der ist bumbombt, doppelt. Er hat ihn! Ziel! Oh mein Gott! Oh ja! Den Mario-Film-Move, du hast ihn verstanden! Ja, da, wo ich, ich hab das auf dem Käfer und deswegen machen. Nee, ich hab den Sprung geschafft, wollte mich gerade freuen, aber ich bin noch rechtzeitig gesprungen, weil sonst wäre ich jetzt auch runter. Oh, du weißt, was ich. Die Aktion meinte ich. Ja. Ich hab mich besser angestellt als der Mario. Boah, das Level, es war schon geil. Das muss ich wirklich sagen. Also ich habe mich gerade wirklich in die Situation vom Trailer hineingesetzt gefühlt, okay? Wenn das jetzt wirklich passiert wäre, ich schwöre, das wär ein Ding geworden, okay? Ja. Das wäre ein Short geworden. Oh. Alter, wenn mit die Haare genau gleiche Situation. Alter, Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Grüß dich, Ziege. Ciao, ciao.